Ja, meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum erneuten Video hier auf diesem Kanal. Ihr merkt schon, ich bin nicht zu Hause. Ich nehme jetzt gerade unterwegs das Video auf, weil es kam gerade eine Transfer-News rein, die es absolut wert ist, ein Video zu machen. Rocco Šimić ist wohl auf dem Werder-Radar gelandet. Und meine Frau liegt hier gerade, das sieht aus, die fährt jetzt gerade, eigentlich geht jetzt gleich zum Fitnessstudio. Aber dieses Video müssen wir einmal kurz aufnehmen. Rocco Šimić, Stürmer von RB Salzburg. Wir reden in diesem Video darüber. Ihr könnt direkt zu Beginn einmal einen Däumchen nach oben da lassen, würde mich wahnsinnig freuen. Ihr wisst ja, 300 Likes für 3 Punkte, die schaffen wir sowieso immer. Vielleicht gehen auch die 600 Likes für die nächsten 6 Punkte. Richtig und wichtig. So, und dann fangen wir erstmal mit dem Spieler an. Jetzt muss man erstmal sagen, Rocco Šimić hat einen 10 Millionen Marktwert. Ich zeige euch den jetzt hier einmal so. Ich hoffe, dass man es so einigermaßen erkennen kann. Ist vielleicht mal eine andere Art und Weise, Transfermarkt hier einzublenden. Geht nicht anders. 10 Millionen Marktwert, 1,90 groß, 20 Jahre jung. Der kroatische Mittelstürmer, den hat man damals geholt vom, beziehungsweise zwischenzeitlich hat man den von Lokomotiva geholt. 4 Millionen Ablöse bezahlt. Dann war der in Liefering ausgeliehen, zum FC Zürich ausgeliehen und ist eben jetzt im aktuellen Kader mit 20 Einsätzen und 4 Toren einer Startelfquote von 52%. In der Champions League hat er 6 Einsätze gehabt, 1 Tor, 1 Vorlage und im ÖFB Cup hat er 3 Einsätze gehabt, kam da aber nur einmal in der Startelf rein. Jans soll wohl aber einen guten Draht zu Šimić haben. Und wenn man sich das mal so anguckt, wann der kam, das war nämlich in der Saison 21-22, dann weiß man, wahrscheinlich ist das auch unter den Fetischen von Jans passiert. Und jetzt kommt ja Folgendes. Er ist erst 20 Jahre jung. Man ist weiterhin absolut überzeugt von seinem Potenzial und sein Vertrag läuft aus. Das heißt, er hat zwar im nächsten Jahr noch Vertrag, aber 2025 läuft der Vertrag aus. Das heißt, wenn man ihn jetzt im Sommer holen würde, würde man ihn im letzten Vertragsjahr sozusagen verpflichten. Jetzt kommen wir zu dem, was vor allen Dingen sehr entscheidend ist und warum Werder sich eben Hoffnung macht. Zum einen, es geht ins letzte Vertragsjahr und zum anderen den Draht zu Jans nach RB Salzburg. Das könnte ich mir eben auch sehr, sehr gut vorstellen, denn wenn man jetzt erstmal so hört, 20-jähriger Kroate, mit einem 10 Millionen Marktwert und noch Vertrag, dann ist eigentlich die Antwort aus Werder-Sicht erstmal, nee du, das können wir eigentlich nicht finanziell stemmen. Ist ja so. Aber in diesem Fall jetzt hier hört sich das echt alles sehr danach an, wo du sagst, ja, das kann echt was werden. Huch, jetzt habe ich hier das Falsches geklickt. So, kann echt was werden. Übrigens, es gibt auch einen Artikel dazu von, ich glaube, sport.de. Könnt ihr gerne mal abchecken. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon verlinken kann, sonst muss ich das später im Nachgang machen, weil ich das Video jetzt gleich einfach so erstmal hochladen werde. Ist klar. Rocco Šimić, wenn man jetzt natürlich seine Leistungsdaten sieht, dann ist natürlich auch erstmal so, dass du sagst, ja okay, 20 Spiele, 4 Tore ist natürlich jetzt auch nicht die absolute Weltklasse, gilt aber als ganz klarer Zielspieler. Und wenn man von seinem Potenzial überzeugt ist, und nochmal, wie gesagt, er hat ja auch nicht ohne Grund einen 10 Millionen Marktwert und ist erst 20 Jahre jung, dann weiß man, okay, da kann sich was entwickeln. Jetzt gibt es ein paar Eckdaten, die wir noch besprechen müssen. Und zwar zum einen wird Werder höchstwahrscheinlich in der kommenden Saison ein neues System spielen mit Flügelzange. Diese Flügelzange spielen wir auch aktuell ja immer wieder mit Romano Schmid und Jimma. In der nächsten Saison sieht das Ganze aber schon ganz anders aus mit Ehren Dinci und Justin Jimma. Das kann natürlich richtig was werden. Da ist vor allen Dingen richtig Speed drin und dann brauchst du halt einen klaren Zielspieler. Jetzt kommen wir zum eigentlichen. Klarer Zielspieler, das ist nun mal wahrscheinlich nicht Marvin Ducksch. Marvin Ducksch ist ein spielerischer Stürmer, ein Spieler um einen Stürmer rum, aber mit Sicherheit nicht in einem, ich sage jetzt mal 4-3-3 oder selbst wenn wir das 3-4-3 sagen, ist er nicht der Zielspieler, den du in der Mitte suchst. Da ist natürlich Šimić mit seinen 1,90 ein ganz, ganz anderer Kaliber. Und man muss auch sagen, ich habe mir mal so ein paar Eckdaten gerade eben auf der Fahrt jetzt hier eben durchgelesen gehabt, er ist auch vom Profil her ganz klar dieser Mittelstürmer-Typ, der da passen könnte. Und wenn man sich dann vorstellt, mit Tempo über außen, einem Ehren Dinci über rechts, einem Justin Jimmer über links oder auch andersrum, switchend, ist ja egal. Und dann eben einem Šimić vorn drinne, das klingt schon sehr, sehr attraktiv. Und ich finde, das ist auf jeden Fall auch wieder ein Punkt, der ganz klar für diesen Transfer sprechen würde, dass eben diese Systemumstellung, die ja ansteht, da muss eben ein klarer Zielspieler gefunden werden. Jetzt ist nur die Frage, ab was für einer Summe kann RB Salzburg oder lässt RB Salzburg Šimić ziehen?
Das finde ich sehr, sehr schwierig zu beantworten, muss ich sagen. Vor allen Dingen aufgrund auch seines Marktwertes. Im letzten Vertragsjahr vielleicht eben durch den Kontakt mit Jans, durch eben, vielleicht, das ist natürlich auch noch so ein Ding, vielleicht weiß Jans auch von irgendeiner Klausel, die jetzt noch gar nicht bekannt ist. Dann wäre natürlich sowieso das nochmal ein anderes Thema. Fakt ist aber eins. Werder hat eine ganz neue Grundausrichtung in Bezug auf Transfers. Und in dieser Grundausrichtung, muss man ja eben auch einfach mal sagen, wird es junge Talente geben, an die wir dran sein werden, die auch mal so einen Marktwert haben. Werden wir 10 Millionen plus sein? Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Sage ich euch auch ganz offen ehrlich. Also ja, wir haben einen neuen strategischen Partner, alles gut und schön, aber 10 Millionen plus kann ich mir nicht vorstellen. Sollte es aber so sein, dass du unter dem Marktwert ihn bekommst oder es irgendeine Klausel gibt, die Jans kennst, dann sage ich, absolut machen, liest sich gut. Wenn man sich das Profil von ihm anguckt, ist es auch top. Ist übrigens kroatischer U21-Nationalspieler auch. Man war damals sehr überzeugt von ihm. 4 Millionen hat man selber für ihn bezahlt. Vielleicht kann man auch sowas machen wie, ich sage jetzt mal als Beispiel, 6 Millionen Ablösesumme und dann nochmal im Bonusfall oder, weißt du, Weiterverkaufsgebühr, irgendwie sowas. Jetzt öffnet sich das bei mir nicht mehr leider, aber ja, gut, Internet ist hier im Parkhaus halt weg. Jetzt können wir natürlich trotzdem mal meine Frau fragen. Man sieht die zwar nicht, aber die kann ja trotzdem was sagen. Simic, sagst du, hört sich gut an oder nicht? Simic. Simic. Ist es ein Türke? Das ist keine Ahnung. Achso. Hört sich gut an. Ja, machen wir noch. Ich habe ja jetzt das Profil nicht mehr auf, deswegen kann ich nicht sagen, aus welchen. Also er spielt gerade bei RB Salzburg. Mittelstürmer. Okay. Sagst du, ja. Holen? Hören Sie mal. Ninja, ja, ihr seht, Simic und Dinci. Dinci. Kann schon gut merken. Ja, also ihr merkt schon, meine Frau ist da Feuer und Flamme sozusagen. Schreibt doch mal rein, was ihr denkt oder beziehungsweise ob ihr diesen Spieler holen würdet, ja oder nein, und was das auch für Werder heißen könnte. Denn eine Sache ist natürlich noch im Hinterkopf, es müsste schon auch jemand gehen, ist klar. Ne? Also wir haben Oliver Birk, der noch zurückkommt, Dinci, der zurückkommt und derzeit alle Stürmer da, die da sind. Also Woltemade, Justin Jimmer, Doksch und Kovnatski sind ja noch da. Dazu kommt dann noch Oliver Birk und Ehren Dinci plus Brühl, der noch verpflichtet worden ist, sind 7 Stürmer. Plus, sagen wir mal, Simic sind 8 Stürmer für 3 Positionen. Das heißt, jetzt kommt ihr dann ins Spiel. Wen würde man denn alles abgeben? Ich gehe davon aus, dass man mit Oliver Birk gar nicht mehr plant, also dass man ihn abgibt. Ich gehe davon aus, ich kann mir gut vorstellen, dass Marvin Doksch abgegeben wird, auch vielleicht auch per Ausstiegsklausel. Und dann wird es eben spannend, wie man dann weitermacht. Ob man Kovnatski vielleicht verleiht oder dann eben als Simic-Ersatz spielt. Weil Kovnatski als Zielspieler kann ich mir eben auch vorstellen. Bei Woltemade kommt es noch an, ob er noch verlängert oder nicht. Ja, und Justin. Justin bleibt auf jeden Fall. Also ja, hundertprozentig. Kann mir auch nicht. Dinci wird auch, glaube ich, hoffe ich, bleiben. Hoffe ich sehr, dass wir ihn nicht abgeben. Ja, und Grühl kommt ja eben als Neuverpflichtung. Ja, dann, ihr merkt gerade, das ist schon Gedankenkarussell. Schreibt mir doch einfach mal eure Meinung unten rein. Lasst gerne alle hier nochmal ein Däumchen nach oben da. Lasst gerne alle ein Abo da. Und dann gehe ich jetzt weiter. Ich weiß nicht, wann das Video jetzt online kommt. Ich lade es jetzt gleich hoch. Und dann hoffen wir mal, dass das klappt mit dem Internet hier, also mit mobile Daten im Fitnessstudio. Also, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis später mal und ciao, ciao.